Hey meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein August-Favoriten-Video. Ja, weil es haben sich wieder sehr viele Favoriten angesammelt und ich wusste einfach nicht, was ich sonst für ein Video drehen soll. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Fangen wir an mit einem Schminkprodukt. Und zwar das hier. Essence Georges Glow Face Palette. Ja, die ist richtig gut. Die gab es mal vor eineinhalb Jahren oder ein Jahr oder so. Die ist richtig gut. Da ist ein Bronzer, ein Highlighter und ein Blush drinne. Und den Bronzer benutze ich jetzt nicht wirklich. Vielleicht manchmal. Und den Highlighter benutze ich fast jeden Tag, wenn ich mich schminke. Und den Blush, den finde ich auch richtig schön. Der ist nicht so Rose Gold und es gefällt mir richtig gut und das ist mein erstes Produkt. Zweites ist eine Mascara und zwar die Essence The False Lash Mascara Dramatic Volume Illuminated. Die habe ich euch ja in meinem letzten Video vorgestellt und die ist richtig gut. Die macht meinen Wimpern richtig schön schwungvoll und Preis stimmt auch total da und gibt es auch zwei verschiedene von, aber Dramatic, also richtig dramatische Wimpern macht es jetzt nicht, aber es hat Volumen und Schwung in den Wimpern und deshalb ist es ja eigentlich ganz gut. Dann habe ich ein Lippenprodukt und zwar von Revitaloop Rosy Days Velvet Lip Cream in der 01 Nude. Das war in einer Limited Edition. Deshalb gibt es das jetzt leider nicht mehr. Ich finde das so gut. Das ist, ja, wie gesagt, so eine matte Lip Cream in so einem Nude Rosa. Das ist eher rosa auf den Lippen, hielt man die Farbe nochmal. Und das ist richtig schön cremig. Es ist ein bisschen streifig, aber es fühlt sich richtig angenehm an. Und es trocknet die Lippen auch nicht aus. Und deshalb ist es auch ein Favorit von mir. Dann habe ich ein Parfüm und zwar das Melmerio. It's Dreamtime. Sieht so aus. Und ich liebe es. Ich liebe es über alles. Es ist einfach ein Parfüm, was man in jede Jahreszeit tragen kann. Es ist göttlich. Wirklich göttlich. Und es sieht auch richtig süß aus. Und große Empfehlung von mir. Das kommen wir zu einem Shampoo, was ich euch auch in meinem letzten Video vorgestellt habe. Und zwar dieses Tonerde Absolu Shampoo. Ich hatte das ja noch nicht ausprobiert, als ich euch das vorgestellt habe. Jetzt habe ich es ausprobiert und ich finde es mega. Also das ist ja gegen fettende Ansatz und trockene Spitzen. Meine Spitzen sind jetzt nicht mehr so trocken wie vorher, also auch ohne Haaröl. Und ich habe wirklich 3 Tage überhaupt keinen fettenden Ansatz. Das ist wirklich krass. Sonst wasche ich meine Haare immer abends und übermorgen, am nächsten Tag habe ich wieder fettige Haare. Und das ist halt voll nicht so bei dem hier. Und deshalb ist es auch eine riesige Empfehlung. Kommen wir zu einem Lip Balm. Und zwar ist das von Baby Lips. Ich finde, die pflegen jetzt nicht so gut. Aber das ist jetzt der, wie heißt der? Pink Shock. Und der sieht so aus und der gibt so eine schöne Farbe ab, vor allen Dingen für den Alltag. Ist richtig schön und kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr ja nicht so starke Farbe auf euren Lippen haben möchtet. Kommen wir zu noch einem Parfüm und zwar Victoria's Secret Mango Temptation. So sieht das aus. Das habe ich beim Rossmann gekauft. Das gibt es da ja für, glaube ich, 15 Euro. Und das riecht so lecker. Das ist ein richtiger Sommerduft. Also ich habe ihn seit diesem Jahr ungefähr, habe ich ihn im Winter gekauft. Und ich fand den von allen Bodysprays am besten. Und der wird wahrscheinlich ein paar Jahre bei mir halten, weil so viel ist jetzt dieses Jahr leer gegangen. Und das ist nicht viel, deshalb wird es, glaube ich, ein paar Jahre bei mir halten, weil natürlich auch viel drin ist. Und ja, kommen wir zu etwas zum Duschen.
Und zwar gibt es ja Bilou. Und da gibt es jetzt zwei neue Sorten. Ich glaube, Frizzy Berry und Lovely Peach. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich liebe, liebe, liebe Cherry Blossom. Das ist zwar eine Limited Edition und gibt es jetzt bei meinem DM nicht mehr. Aber generell die Bilou-Duschschäume finde ich total gut. Ja, den finde ich auch total gut. Ich mag eigentlich alle Gerüche, außer Vanilla Cake Pop, den mag ich nicht. Ja, aber das ist echt mit der Beste. Und den kann ich euch auch super empfehlen. Kommen wir zum vorletzten Produkt. Und zwar von W7 oder W7. Die In the Buff Natural Nudes Eye Color Palette. Die ist richtig schön. Das ist die den Dupe zu Naked 2 oder Naked 3. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das sind richtig schöne Farben drin. Und so sehen die aus. Mir gefallen die auch richtig gut. Also die Naked 2 hat mir von allen auch am besten gefallen. Und dann bin ich auf dieses Dupe gestoßen, das unter 10 € kostet. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein riesiger Favorit von mir. Und das letzte Produkt ist eine Foundation und zwar die Ribaldo Young Skin Optimizer Foundation mit Zink und Salicylsäure in der Farbe 02. Und die sieht viel heller in der Kamera aus, als sie eigentlich ist. Also die passt mir eigentlich echt gut. Es kommt vielleicht durchs Licht. Die kostet, glaube ich, 3 € oder so und dafür ist sie echt super gut. Und weil ich ja Hautunreinheiten habe und so, ist die auch sehr gut. Und die liebe ich abnormal. Das war's mit dem Video und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!